Lange nicht gespielt und gleich wieder instant drinne. Unglaublich, ey. Das Spiel verliert man nicht, oh, sagt er und kippt um. Nee, das Spiel verliert man echt nicht, ey. Ja, gerade weil wie viele Stunden habe ich dieses Spiel gespielt damals? Ganz oft. Und mir ist auch aufgefallen, mehr oder weniger ist das mal gerade Part 3, also Session 3. Wow. So, auch die Frage ist, ich weiß noch, dass wir wieder zurückgekommen sind und unseren eigenen Club gründen wollten. Und ich habe auch irgendwelche Aufgaben gemacht zuletzt, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben waren. Das ist schon wieder Ewigkeit. Ja. Idiot, ey. Warum spiele ich auch so wenig? Geh mal auf View Goals. Steht hier irgendwas drin? Floridas Tipps Challenge. Muss ich die eigentlich hiervon akzeptieren oder stehen die irgendwo rum? Okay, schick mich hin und her. Let's do it video game style. We'll shoot 4 sick combo lines. First combo, you can use whatever you want. Next, only Tony Hawk 3 stuff. No spine transfers. Then, only Tony Hawk 2 stuff. No reverts or spine transfers. And finally, only Tony Hawk 1 tricks. No manuals, reverts, or spine transfers. We might need an old school Tony Hawk vet to try this one. Ja, ich, aber du hast gesagt, es war noch stumpf, wo du einfach nur eine Halfpipe machen konntest oder Flip-Tricks und so machen konntest. Du konntest ja nichts kombinieren damals. Da gab es auch nicht mal Manuals. Oh, ich darf sogar auswählen, mit wem ich spielen will. Ridney Moore und 30.000. Wahrscheinlich erstmal alles, ne, darf ich machen. 30 Punkte, 30.000 Punkte mit alles. Ja, das, ich wollte sagen, das krieg ich hin. Und ich verkacke. Ja, sehr gut. Läuft bei mir. Ja, hier ist auch irgendwie gefühlt nichts, ne? Ja, wohl ein bisschen hier am Kreis geht. Ah, genau, und das reicht schon, ne? Also die 1.000, siehste. No Spine Transfers or Walking, okay. Tonex Brust geht da. 2 geht da auch noch. Aber ich wollte eigentlich noch da drauf coin. Ist das eigentlich ein Halfpipe? Nee, das ist kein Halfpipe. Nein! Das gab's theoretisch aber auch noch nicht. Tonex Brust geht da 2. Ja. Das ist nur in Rewards, Walking, bla bla blub. Aber die meisten Punkte kannst du echt hier mitholen. La 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 la. So. Wie brauche ich denn überhaupt? 20.000. Easy. Du mal, das wird doch schon locker, ne? 5x8. 8x8 oder 9x8, hat er gesagt. So, 10.000. Genau. Nichts. Gar nichts. Dann machen wir aber. Ich habe zufälligerweise sogar einen Spezialtrick gemacht. Lol. Oh, 10.000 Punkte. Easy, geschafft. Ja, doch, ja, das wäre ein Tunix Puskit 1, das ist möglich. Kannst du einen Spezialtrick machen und dann einfach ein Quice-Grind, also das wäre sogar möglich gewesen. Ach, dann schmeißt er, okay, dann schmeißt er mich jetzt automatisch hier hin. Obwohl ich eben in der Anfangsstadt bin, dann, ja, portet er mich jetzt ja hin und her. No one's ever shot in San Diego like this before. I've got filmers spread all across Balboa Park. We just need a burly vert dog to try and hit all the transfers we've set up. Achso, da wo die Typen immer sind, das sind nicht die Typen, die mir die Aufgaben geben, sondern eben die stehen da, wo ich die Aufgabe machen soll. So, ah, okay. Ja, dann ist es ja relativ leicht zu finden, ne? Denkt man immer, sag ich auch immer, wenn die das anzeigen von wegen so, ja, musst du das machen, oh, schon easy. Ja, ja, dann fahre ich trotzdem wieder durch die Gegend und finde sie nicht, ne? Obwohl ich mega lange Zeit habe. 3 Minuten, ne, 4 Minuten insgesamt. Und trotzdem, ne? Manchmal sind sie so gut versteckt. So gut versteckt. Ich erinnere mich noch an diese eine Aufgabe, die hier in den Level war. Die war ja auch so hammergut versteckt. Na, ist oben auch irgendwo einer? Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste kann ich hier ranfassen? Oder der R2-Taste? Oder hat das automatisch gemacht? Hier wieder Fick. Nein, okay. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, welche Scheiß-Taste man nicht ran-grabbt. Ja, so lange ist das schon her. Wo müssen wir das unbedingt gerade machen? Glaub mal nicht. Komm, wir müssen es der Welt zeigen, mit unserem eigenen Club. Wenn wir aus den anderen Club rausgeflogen sind, dann muss er eben seinen eigenen Club gründen, ne? Bei Blackjack und Nutten. Oh, komm schon, das war doch schon. Die paar Millimeter. Komm, ich bin ein Profi-Skater. Weil ich spiele ja gesagt ein Profi-Skater. Und vielleicht hat er auch mal einen schlechten Tag, ne? Naja, ich sag's ja mal wieder, mach das mal in der Realität. Ich glaube, das wird nichts.
Gucken, wo sind denn die anderen Typen? Sehe ich hier noch irgendwo ein? Ich sag ja, die sind alle gekennzeichnet, aber trotzdem sieht man sie nicht, ne? Da oben einer, da oben auch keiner. Da sind ja noch 7 Stück. Okay. Okay, das ist schon ein bisschen mehr, aber ich habe auch 0 Specialize. Ja, okay, versuch das mal in der Realität, ne? Versuch das mal in der Realität. Ich sag nur, aua. Genauso wie den Typen, den ich weggeballert habe. Los, hier rüber, los. Ach, das war knapp. So, ist hier noch irgendwo einer versteckt? Irgendwo im großen Park hier. Hier ist auch keiner. Wo hinten versteckt in der letzten Ecke? Auch keiner. Großspiel, gib mal einen Tipp. Wo sind die? Gibt's eine Karte oder so? Oder ein Pfeil? Das wäre doch einfach ein Pfeil, genau. Es gibt auch einige Aufgaben mit Pfeile, ne? Na, oder da oben. Da muss ich ja hochkommen hier. Hallo? Ist hier jemand? Jemand, der ein Ziel hat für mich? Nein, hier ist niemand. Niemand hier. Da drin war auch keiner, ne? 3 Stück sind hier noch irgendwo. 3 Stück. Wo sind diese 3 Stück? So riesig ist die Welt hier ja nicht. Na, der ganz hinten vielleicht noch, ne? Kann da vielleicht einer sein. Wo soll denn hier noch ein Spinecrusher sein zur Hölle? Ich muss sagen, hier ist ja eigentlich nichts außer... Ja, genau, dieses, der Flaggernpool. Wow, wirklich. Legen wir echt wieder. Das ist eigentlich eine scheiß einfache Aufgabe. Das Problem ist wieder nur, man findet sie nicht alle. Nicht alle in der Zeit. Warte, aber hier kann man auch rein. Ist hier einer? Hallo? Ist hier einer von euch? Peace. Ah, da ist einer. Ah, hallo? Hallöle. Schön, fehlen mir trotzdem noch 2 Stück. Und ich habe keine Zeit mehr. Okay, da sollst du einfach nur noch da oben gehen, oder was? Stumpf, wir sind 2 nebeneinander. Lol. Ja, gut, dann fehlt mir noch einer. 20 Sekunden. Fuck you. Ich muss doch irgendwo versteckt sein hier. Du Schwein, wo bist du? Könnt ja mich als nächstes sofort auf die Suche nach dir begeben, ne? Aber irgendwie dreht sich das trotzdem nicht. Wie ist der denn? Der müsste doch irgendwo hier in der Ecke sein oder oben? Where are you? No, I failed. Setz Scheiße. What the fuck? Na, hier weiß ich jetzt, wo die sind, ne? Ja, wollte sagen, da, da und da sind 2. Und da hinten sind auch welche. Trotzdem mit Rolle. Ich mach ja immer schlauerweise, ne? Erstmal die Leute, die ich kenne. Ja, schlau ist es eigentlich nicht. Ich sag ja, der muss doch irgendwo da oben sein. Den habe ich auch schon gehabt. Die draußen war auch keiner. Ja, das ist jetzt super easy. Oder hier oben ist noch einer. Keine Ahnung. Können wir nochmal nach oben gehen? Hallo, ich mache den doppelt. Dreh, Kamera drehen. Nein. Und da oben sehe ich auch keinen. Was sind die denn zur Hölle? Da habe ich den einen doch übersehen. Der irgendwo hier hinten ist. Scheiße. Geh weg. Boah, komm schon. Nein, der war doch auch noch irgendwo hier in der Nähe. Ja, da hinten, stimmt. Da war der eine gewesen. Stimmt, das war ja der, wo ich mich am schwersten getan habe. So, guck mal, jetzt haben wir in schnellster Zeit alle gefunden. Jetzt fehlt nur noch diese eine. Der eine oder keine. Kann man hier irgendwie reingehen? Hallo? Kann man hier reingehen? Ich weiß es nicht mehr. Nein. So aussieht nicht. Oh Gott, ich stelle mich auch gerade wie der letzte Depp an. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Und ich falle die ganze Zeit immer hin. Die ganze Zeit immer hin. Boah, Leute, was steht denn hier einfach so rum? Sag mir mal, wie es, wo der Typ ist. Der ist bestimmt irgendwo, bestimmt irgendwo hier hinten versteckt oder so. Aber hier sind keine Halfpipes. Na doch, hier, theoretisch sind hier schon Halfpipes, aber ja, ich glaube, die sind so dicht aneinander, das ist ja kein Auftrag, ne? Das ist ja nicht schwer. Da ist der alte Wagen, mit wem wir mal durch die Gegend gefahren sind. Kommst du nicht durch? Da kann man ja eigentlich denken, auf dem großen Platz ist hier noch irgendwo einer, ne? Komm mal, so viel Platz. Und trotzdem ist der Typ nirgendwo, ne? Slow down, Whitney Moon. Aber hier ist keiner. Mann!
Ich bin wahrscheinlich so blind, so blind, so blind, so blind. Mann. Boah. Wollte sagen, jetzt rieche ich gleich nicht, du je. Ist ja, da oben ist ja auch keiner, ne? Ich war da jetzt zwar noch nicht gewesen, aber da oben ist ja auch nichts. Das Problem ist, ich weiß auch nicht mehr, welcher Scheiß-Taste ich mich abseile, so ungefähr. Hier oben ist auch nichts. Ist der da hinten irgendwo? Da konntest du rein, ne? Hallo, bist du hier? Hier bist du auch nicht. Boah. Bist du. Selbst in der Ecke war ja einer gewesen, wo ich nicht dachte, dass da einer wäre. Hier leuchtet ja auch nichts grün, ne? Die Symbole sind ja riesengroß. Oder vielleicht haben sie einfach vergessen, den zu platzieren. Vielleicht ist das Ziel verpackt. Ich glaube nicht. Wie gesagt, der Typ ist ja genau hier gewesen. Ist denn hier noch was? Hier ist doch nichts mehr. Oder vielleicht hier hinten in der Ecke. Wie gesagt, dann werde ich hier auch reingesehen. Ja, hier ist auch keiner. Wo steckst du dich hier irgendwo in der Ecke, in der Wand oder so? Hallo? Ist hier jemand? Hier ist auch keiner. X-Ray durch. X-Ray vollkommen durch. Ich glaube, wenn ich hier die Augen posiere und den Typen suche, ist wahrscheinlich das Erste, was ich finde, der Typ. Locker. Hier sind nur die zwei Dinger. Oder vielleicht da oben. Genau, versteckt sich der ganz oben. Hallo? Hier damals war ich doch. Ach, okay, mit der Taste hänge ich nicht ran. Ist das hier ein dummes Ziel, ey? Wieder das typische. Ja, easy peasy, riesengroß bezeichnet und trotzdem finde ich ihn nicht. Ist das dumm? Guck mal, so, jetzt fick ich auf euch alle und such sofort den Typen. Wo bist du, du blöder Typ? Ich sag ja, die müssen euch doch vergessen haben zu platzieren. Oder nachher sind hier nicht nur zwei Typen, nachher sind hier drei Typen. Das wäre so richtig dumm. Komm mal, ich drehe mich jetzt hier ganz langsam. Nichts. Nichts. Auch rein. Gar nichts. Hier versteckt sich auch keiner, obwohl hier irgendwie einer sein könnte. Man könnte denken, dass hier einer ist. Nein, den Typen, nein, den Typen. Da oben ist keiner, da in der Ecke ist keiner. Der muss sich doch locker in irgendeine fucking Kackecke verstecken. In irgendeiner kleinen Mini-Affahr. Da oben ist er! Mann! Fick dich, kein Wunder, dass ich die nicht finde, ey. Toll. Ist das dumm, ey. Fick dich auch, ey, du Bastard, ey. Mein Gott, wie kann man sich denn so verstecken? Scheißdreck, ey. Ja, jetzt kann ich auch neu starten, ey. Ganz auch komplett von vorne. Ist das dumm, ey. Dumm, ey. Dass ich die nicht gefunden habe, ey. Das war ja schon fast klar gewesen. Das ist das wieder, ne? Leichte Ziele. Und ich tue mich wieder so schwer, ey. So, mach ein dummes Foto. Hier, wie toll ich Fotos machen kann. Oder wie toll der Profi die Dinger machen kann. Ich sage, aber in der Realität ist natürlich alles schwer, ne? Schwer. Ich kann ja nicht mal auf dem Skateboard stehen, ey. Aber ich bin der, ich würde sagen, ich bin der Meister Tony Hawk Spieler. Nein. Da gibt's 1000 Millionen mal bessere, ich schwöre. Geh mal auf speedrun.com und guck dir mal einen Speedrun von dem Spiel an. Ja. Der spielt das in der Zeit durch, wo ich eine Folge aufnehme, so ungefähr. Also, oder ein Part. 20 Minuten locker. Die ist wahrscheinlich blub, durch. Und du denkst also so, was? ich hab schon wieder vergessen, wo der ist. Da hinten. Mann, der Typ, ey. Naja, wenn ich überlege, wie schnell ich Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 zum Beispiel durchspielen kann, ne? Bei den Remake, was ja vor, ich weiß, letztes Jahr, glaube ich, rauskam, das habe ich ja so super schnell durchgespielt. Da dachte ich auch so, lol. So, ein Ziel muss ich noch machen. Hawaii Hut Spin Challenge. Use that speed to spine up to the far roof and then hit the next two spines in a row. Who's got the nuts to try it? Das ist, die Kamera sieht richtig komisch aus. Okay, also sieht aber ganz schön einfach aus. Ich wollte sagen, gut, spring rüber.
Ja, ob das von der Geschwindigkeit reicht. Okay, das Spiel. Gibt dir genügend Geschwindigkeit, sagen wir es mal so. Scheiße, so. Wo soll ich denn noch reinmachen? Toll, wenn ich ja nicht mehr ziehen kann. Problem ist ja, wenn ich Spine-Transfer mache, dann. Ja. Scheiße. Dann bewege ich mich automatisch. Bisschen. Mach deinen fucking Spine-Transfer oder dann. Nee, Acid Drop will er machen, ne? Spine Transfer, oh, Acid Drop. Acid Drop? Gilt das? Ich weiß es nicht. Was? Acid Drop des Vorlands, Hotel Spins bevor Time Runs Out. Ah, okay, gibt er dir also, ja. Viel Zeit? Eben komischerweise hat es beim ersten Mal geklappt. Da konnte ich sogar vorher drücken. Wollte ich einer Linie machen? Komm, das war ein Spine-Transfer. Gibt das auch einen Trick? Ah, okay, gut. Thank you.
Jeez, man. I think we broke the piñata with that video. We can't even keep up with orders. Oh, how cute. Two little skaters and their ghetto shop. Heard your video went over pretty good. I guess kids dig that goofy soul skating crap. I tell you what, I'll buy you out for half a mil right now. I got my checkbook. I told you, it was never about the money. Right, I forgot. Mr. Pure, I should have fixed you back in Tampa. Tell it to your posse. We're through. I've got everything I need. Not this. Remember? Hawaii, building jump, helicopter. That was some sick footage. Too bad no one ever saw it. You backstabbing, mob-flipping cockroach. Hey, what do you say? One last trip around the neighborhood. Winner takes the tape.